Frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt auch eure Vorsätze, die ihr für 2017 hattet, auch erfüllt. Ich zu meinem Teil hatte den Vorsatz, ein Sixpack zu bekommen. Den hatte ich eigentlich schon für 2016, aber hat nicht so ganz geklappt. Und damit ich mich jetzt nicht vor der Kamera ausziehen muss und auch nicht möchte, zeige ich euch einfach ein Foto, wie ich meinen Vorsatz, ja, was damit passiert ist. Was ist denn mit euren Vorsätzen für das Jahr 2017 geschehen? Sind die in Erfüllung gegangen und wie sehen eure Vorsätze für das Jahr 2018 aus? Könnt ihr ruhig alles unten in den Kommentaren schreiben, falls ihr wollt oder auch nicht. Ist eure Sache. Ich für meinen Teil auf jeden Fall für meinen guten Vorsatz für das Jahr 2018 ist eigentlich nur einer, nämlich meine Weltreise zu genießen. Denn ihr wisst ja, ich bin noch immer in Sydney, tut mir leid, sind 3 Monate, aber keine Sorge, ich werde Mitte Januar dann mit einem Auto, was ich mir dann holen werde, durch Australien fahren für circa einen Monat und danach geht es dann weiter in andere Länder. Also nur keine Sorge, ihr werdet halt noch mehr sehen als nur Australien, obwohl Australien auch sehr schön ist. Zu meiner Silvesternacht, ja, das Feuerwerk vorab es war auf jeden Fall das größte Feuerwerk, was ich gesehen habe. Müsste auch größer sein als Rhein in Flammen in Bonn. Meine Aussicht war so lala. Also es waren für die Verhältnisse noch recht annehmbar. Denn ihr müsst wissen, ich war um 9:30 in der Stadt. Also für mich dachte ich, es würde auf jeden Fall ausreichen. Anscheinend nicht. Ich wollte das Feuerwerk bei der Harbour Bridge sehen, was richtig, richtig cool war, um es so zu formulieren. Nur die Plätze rumherum, die waren alle von so einer Organisation in Sydney, so New Year's Events, Gedöns, sage ich mal, alle belegt und man musste sich Tickets kaufen. Nur die Tickets, die waren schweineteuer. Ein Ticket für das Feuerwerk zum Beispiel kostet hinter der Harbour Bridge $90. Das heißt, man hat die Harbour Bridge noch vor dem Feuerwerk gesehen, was nicht so schön ist. Und andere Tickets, zum Beispiel von der anderen Seite, kosten mehrere hundert Dollar und das sehe ich einfach nicht ein, so viel Geld nur für diese eine Nacht auszugeben. Und ja, da muss ich halt schon sagen, dass Sydney in dem Fall scheiße ist, denn es gibt so viel Platz, um das Feuerwerk zu sehen, aber wenn dann die Stadt selber alles in Beschlag nimmt und Geld dafür verlangen möchte, nur um dieses wunderschöne Feuerwerk zu sehen, da habe ich eigentlich weniger Verständnis für. Es gibt natürlich andere Plätze, die kostenlos sind, nur A, müsste man richtig, richtig früh dahin und B, hat man trotzdem noch nicht die perfekte Sicht, wie wenn man halt sich so ein Ticket kaufen würde. Meine Sicht war noch annehmbar, sah nämlich so aus. Ich bin 2 Stunden einfach umhergelaufen, nur um diese Sicht zu finden, die halt noch das Beste war, was man nehmen konnte. Ich muss wirklich sagen, es ist einfach traurig zu sehen, dass ein öffentliches Event, ein Silvester, ne, da sitzt man mit Freunden zusammen, hat Spaß, aber wenn die Stadt dann so viel Geld verlangt, nur um eine schöne Sicht zu sehen, dafür habe ich einfach kein Verständnis. Das zweite Negative, was mir an dem Abend aufgefallen ist, geschah nach dem Feuerwerk. Ich war ja nicht direkt an solchen Orten, ich habe kein Geld ausgegeben für ein Ticket, nur um die perfekte Sicht zu haben, sondern war etwas weiter abseits und ich brauche 27 Minuten mit dem Bus bis nach Hause und am Ende waren es ganze 2 Stunden. Es war schlimmer als der Marsch über das Nebelgebirge. Es war einfach komplett rappelvoll, so etwas habe ich noch nie erlebt. Die Organisation, die war einfach katastrophal, anders kann man es einfach nicht sagen. Ich bin dann also nach, keine Ahnung, wie vielen Stunden, dann endlich am nächsten Bahnhof, Bushaltestelle gewesen und musste da noch vor Ort mehrere Minuten warten, um dann endlich
auch voranzukommen. Es lag daran, dass einfach die Organisation von öffentlichen Verkehrsmitteln katastrophal war. Das muss man einfach mal so sagen. Ich bin mit einer ganzen Menschenhorde zur nächsten Bahnstation gegangen, habe dann gesehen, nach keine Ahnung wie viel Minuten, dass die schon übelst überfüllt ist. Und dann haben die Leute vor Ort gesagt, dass man einfach zur nächsten Station gehen sollte. Da wäre es leerer. Ja, am Arsch. Was man von dieser Silvesternacht sagen kann, ist, dass man viel Geld braucht, um eine gute Sicht zu bekommen. Oder sehr, sehr, sehr früh schon in der Stadt sein muss. Und dass die Organisation für den Rückweg einfach katastrophal ist. Das finde ich, da vermisse ich Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz allem hatte ich zwischendurch auch Spaß mit ein paar Freunden. Und es war auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich selber machen wollte. Und im Endeffekt lernt man halt immer was daraus. So, das war mein Eindruck von der Silvesternacht hier in Sydney. Was ich euch ans Herz legen kann, ist, dass, wenn ihr in Sydney seid, auf jeden Fall sehr früh in der Stadt sein sollt oder, wenn euch das Geld egal ist, ein Ticket kaufen und dann einfach das Feuerwerk genießen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Glück fürs neue Jahr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.